Das kann ich dir nicht verzeihen, Markus. Vielleicht findest du Gnade im Jenseits. Hallo liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's euer Alex Bodes von DGZ und es ist absolut pfaffentittenpfaffengeil, dass du wieder eingeschaltet hast und es dauert nicht mehr lange. Das ist die vorletzte Folge von Raven's Cry. Danach haben wir Neville endlich erreicht. Was ist geschehen? Ja, wir haben Kinsington um die Ecke gebracht, wir haben Avery um die Ecke gebracht. Unser Pfad ist gepflastert von Toten und Leichen und jetzt haben wir erfahren, dass mein Ziehvater, mein Ein und Alles, nachdem meine Familie abgeschlachtet wurde, verletzt wurde im letzten Kampf. Und wir sind jetzt auf der Insel und besuchen ihn und hoffen, dass es ihm gut geht. Was hat er uns denn zu erzählen? Wir stehen vor seiner Hütte. Aber diese Folge hat noch ein paar andere Highlights. Ein lang ersehnter Wunsch von mir geht in Erfüllung, den ich so in der dritten oder vierten Episode geäußert habe. Welcher Wunsch in Erfüllung geht? Das erfahrt ihr in dieser Folge von Raven's Cry. Und wie immer, liked das Video, packt es zu euren Favoriten, abonniert meinen Kanal etc. pp. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Teil von Raven's Cry. Christopher, danke, dass du gekommen bist. Warum so ernst, alter Mann? Ernst? Was erwartest du von einem invaliden Freudentänzer? Wie geht's dem Arm? Ach, der heilt schon. Ich werde wohl langsam alt, dass ich mich von einem Haufen blutiger Anfänger drankriegen lasse. Na, schluck rum. Das war schon immer die beste Medizin. Nee, lass mich das machen. Also, was ist es, worüber du mit mir reden willst? Besuch mich auf St. Lucia. Ich muss dir was zeigen. Bisschen theatralischer. Als ich das gehört habe, war es ein seltsames Gefühl. Es hat mich an eine andere Geschichte erinnert. Naja. Nicht, dass die real gewesen wäre. Ach, vergiss es. Es ist nicht so wichtig. Nein, erzähl's mir. Es ist lächerlich. Ich hab nur halluziniert. Ich war wie in einer Art Fieberwahn. Da warst du und du hast gesagt, du wolltest mir etwas zeigen. Eine Überraschung. Ich bin dir gefolgt und du hast mich in eine Falle gelockt. Zu einem riesigen Drachen. Ich wäre fast draufgegangen. Aber am Ende habe ich ihn erledigt. Wie gesagt, ich meine, ich hatte Fieber und habe alles Mögliche gesehen. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Es sei denn, du versteckst einen Drachen da drin. Nein, keinen Drachen. Aber ich habe ja etwas für dich. Ich wollte dir das schon so oft geben in all den Jahren, aber es war nie der richtige Zeitpunkt. Jedenfalls habe ich mir das eingeredet. Du warst immer wie ein eigener Sohn für mich, Chris. Ich wollte dich immer beschützen. Verstehst du? Das ist für dich. Es gehörte deinem Vater. Meinem Vater? Warum hast du mir das nicht längst gegeben? Halt, Vater. Da ist doch noch mehr. Was verschweigst du mir noch? Sag's mir. Christopher, an dem Tag, als deine Familie... Als deine Familie ermordet wurde... Habe ich dich nicht einfach so gefunden? Weißt du, wir Maroons tun so einiges, nur um zu überleben. Hauptsache, die Bezahlung stimmt. Am Tag, als deine Familie starb, ist ein Mann zu uns gekommen. Er war auf der Suche nach dem Haus seines Vaters. Also hat ihn jemand dorthin geführt. Der Mann war Neville. Der Scout war ich.
Ich bin zurück, nachdem sie fort waren. Ich fand dich dort in deinem Blut, eine Hand abgeschlagen. Der Rabe saß da und bewachte dich, als ob er dich vor mir beschützen wollte. Du hast Neville dorthin gebracht. Zu meinem Vater. All die Jahre. Mein ganzes Leben. Und du hast mir nichts gesagt. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Es tut dir leid. Christopher, ich habe versucht, es wieder gut zu machen. Dich wie einen eigenen Sohn aufgezogen. Jetzt weißt du alles. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Ich kann es in deinen Augen sehen, Christopher. Und ich akzeptiere es. Dennoch, bitte versuch mich zu verstehen. Ich hoffe, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. What the fuck? Markus muss sterben. Markus ist nicht der Hauptschuldige. Er soll leben. Ja, lass ihn überleben. Was passiert jetzt? Du hättest es mir sagen müssen, Markus. Aber du bist nicht der Mörder. Neville, er war's. Christopher, ich... Trotzdem hast du uns ausgeliefert. Ich weiß, Christopher. Ich denke jedes Mal daran, wenn ich dich ansehe. Ich habe immer... Boah, er schlacht das Huhn! Wenn du die Sachen deines Vaters bekommst, kannst du nicht vergessen und lebst nur noch für die Rache. Aber es hat nicht geholfen. Es war falsch. Die Sachen gehören jetzt dir. Ich hoffe, eines Tages verzeihst du mir, Chris. Darauf würde ich nicht zählen. Gib dir einen Brief. Danke. Ach. Item erhalten, Brief von Santorio. Da ist Markus. Wo ist Markus? Ist er hier? Reden. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, ich habe einen Brief von Santorio erhalten. 13 Meter, 14 Meter. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Ich habe gerade eine Box erhalten von meinem Vater. Aber wo die ist, ist nicht erkenntlich. Ja, geil. Typisch. Typisch. Und die Mission ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der hat mir gerade mal einen Brief gegeben von Santorio. Ich hoffe, Santorio weiß, wo Neville ist. Oh, das war ein schöner Schlag. Komm, weg da! Stirb! Und du auch! Ach nee, ich will ja den Händler sprechen. Ich will dich gar nicht umbringen. Ein gemeinsamer Freund aus Bridgetown lässt schön grüßen. Ach fuck, das war eine Mission. Nein. Schon gut, schon gut. Und gewiss nicht mehr. Ich brauch mal eine Pause. So, 1000 Reales erhalten, ein Timet-Pferd, spanischer Befehl, 500 Erfahrungspunkte. Yeah! Aber eigentlich wollte ich doch zum Händler. Ach, ist das hier doof. Dann gucken wir mal, was für einen Brief wir gekriegt haben. Ich gehe mal eben kurz zum Barmann. Den kann man doch mit Sicherheit was verkaufen. War lange nicht mehr in der Bar. Ich habe schon eine ganz trockene Kehle. Hey, Junge. Karl.
Hi, Karl. Willst du trinken, Raven? Natürlich. Oder willst du wissen, was in letzter Zeit so los war? Was trinken? So, ey, ich will was trinken. Bis später, Karl. Ich brauche eine gute Waffe. Bei mir gibt's noch was zum Saufen, Raven. Ja, dann gib mir doch was. Einer von den Händlern hier hat bestimmt Waffen. Dann gibt es noch den Schmied ein paar Häuser weiter. Zeig mir, was du hast. Wo ist denn hier ein Schmied? Frag besser, was ich nicht hab. Boah. Her damit. Was ist das? Spirituosen. Oh. So. Was kann ich denn mit Spirituosen machen? Ach, wahrscheinlich irgendwas zusammenbrauen. Aber wo ist denn hier ein Schmied? Wo ist denn hier ein Schmied? Oh, die Sonne blendet. So, da ist mein Schiff. Da ist der Schiffsbauer. Da ist ein Kräuterhändler. Und wo ist der Schmied? Och, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss besser darauf aufpassen. So, Item erhalten. Einen Brief von Santorio. Ein Wechsel. Ein Brief von Santorio. Raven, ich werde ohne Umschweifen zur Sache kommen. Es kostet mich einige Überwindung, diese Zeilen zu schreiben, da wir beide, wie euch sicher klar ist, naturgemäß Feinde sind. Da wir jedoch einmal auf der gleichen Seite der geladenen Kanonen gestanden haben, wenn auch nur für kurze Zeit, habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Mir wurde zugetragen, dass meine Informationen über W. Wer ist W. zum gewünschten Ergebnis geführt haben und dass ihr beinahe auf Türschwelle eines gewissen Neville stand. Also schätze mal, Ennis Neville. Fragt nicht, woher ich das alles weiß. Wichtiger ist, dass die wankelmütige Glücksgöttin Fortuna beschlossen hat, euch zur Rache zu verhelfen. Das hört sich doch gut an. Und mich um mein Streben nach Gerechtigkeit zu betrügen. Ich werde das erste Mal in meinem Leben einen Piraten ziehen lassen. Aber was in diesem Leben nicht sein sollte, ist mir vielleicht im nächsten gestattet. Ihr habt die Chance, die Terrorherrschaft von Neville zu beenden. Aber ihr seid eventuell nicht ausreichend für die Konfrontation vorbereitet. Ironie des Schicksals, dass ich nun einem Piraten Hilfe anbiete, damit er diese eine, wo noch viel größere Seuche bekämpft. Der Kampf um meine Festung hat mich und meine Männer geschwächt zurückgelassen. Ich kann meiner bescheidenen Unterkunft nicht verlassen, um persönlich an der Vernichtung von Neville teilzunehmen. Aber ich bin immer noch im Besitz eines Schiffes, ja geil, das seinesgleichen sucht. So sehr es mir auch widerstrebt, ich habe mich entschlossen, euch zu helfen. Nehmt mein Schiff, wenn ihr wollt. Von mir aus gebt ihm einen neuen Namen, aber sorgt dafür, dass ihr die Meere von der Geißel namens Neville befreit. Er und die Devil's Time sollen endgültig der Vergangenheit angehören. Das ist es, was ich von euch erwarte. Nun lebt wohl, Pirat. Santorio. Habe ich das gerade richtig verstanden? Habe ich gerade eben das richtig verstanden? Ich krieg Santorios Schiff. Das Schiff, wovon ich Anfang an scharf drauf war. Ich krieg das Schiff. Ja, wo ist das? Los, ab zu Santorio. Ich will das Schiff. Geil, oder habe ich das jetzt schon? Nee, Santorios Insel. Oh, ich habe kein Proviant. Ah! Das mögen meine Soldaten überhaupt nicht. Wir brauchen Proviant, das merkt ihr aber ziemlich spät. Wir brauchen Proviant. Ich krieg das Schiff, geil. Ich werde nicht mehr, das Schiff, ich krieg noch ein größeres Schiff. Ich krieg das größte Schiff. Ja, ich will da nicht. Ich will da zum Schiff. Ja, geil, ich krieg das Schiff, geil. Ja. Und da können wir Neville platt machen. Skill Quest, Kapitel 5.
Gewiss, der Böse bleibt nicht ungestraft. Es ist mir eine Gutung, Kinsing lebt nicht mehr. Ja, gut. Die Hand darauf, der Böse wird nicht straflos bleiben, aber das Geschlecht der Frommen entrinnt. Pech gehabt, wenn man für Kinsington arbeitet, jetzt seid ihr alle dran. So wurde der Drache hinabgeschößt, das ist Avery. Das interessiert mich nicht, ich will jetzt wissen... Sanatorio Schiff Sidequest, ist das eine Sidequest? Bevor ich Neville herausfordere, kann ich zu Sanatorio gehen und sein Schiff leihen. Ja, geil! Das werden wir doch machen. Das werden wir doch machen. Wo ist denn jetzt der scheiß Fahrstuhl hier? Jetzt komm doch mal hoch. Keine Zeit für sowas. Habe ich noch irgendwas an Bord, was ich verkaufen kann? Ich habe doch gerade mein ganzes Proviant ausgegeben. Geil, ich krieg das Schiff von... Komm, mach hin, ich will zum Schiff. Sag mal ruhig hier. Nimm mal alles. Nimm. Und hier das hier auch. Hier, Tee kannst du auch haben. So. Transaktion bestätigen. Wo ist das Schiff? Ich will zum Schiff. Ich will das Schiff haben. Komm. Komm. Oh, da ist ein X. X ist gut. Runter. Jetzt bewege ich dich. Geil, ich krieg das Schiff. Ich krieg das Schiff. Großes Schiff, kleines Schiff. Großes Schiff, kleines Schiff. Mein Schiff. Das kriegst du aber nicht wieder, Centurio. Das gebe ich dir nicht wieder. Das gebe ich dir nicht wieder. Komm. Ja, komm. Ah, nein! Oh, nein! Oh, fuck you! Och, Menno! Diese scheiß unsichtbare Wand da! Ich kenne die doch zugute! Oh, echt! Komm, spring drüber! Spring! Ja! Nicht ja! Wie komme ich denn jetzt ans Schiff? Okay, erstmal kaufe ich Proviant für das Schiff. Hier, Schiffsmeister, ist mein Schiff jetzt. Das ist mein Schiff. Da, meins. Muss das Schiff überholt werden? Glaube ich nicht, das hast du doch selbst gebaut. Ah nee, das ist noch mein Schiff. Kriegsschiff. Oh, ich brauch mal was zum Futtern. Für meine Leute. So, hier. Mein Schiff hier. Das ist doch noch gar nicht seeklar. Beschissene Schuhe. Halten gar kein Wasser ab. Scheißdinger. Ja, was kommst du auch mit Turnschuhe hier an? Wo ist mein Schiff? Wie kriege ich jetzt mein Schiff? Du hast Geld. Gib her. So. Centurio, gib mir das Schiff. Hallo? Wie kriege ich jetzt das Schiff? Hey. Yay. Hier ist niemand. Du sollst dich hämmern. Wo ist das Schiff? Ah. Endlich fängt er sich die Pocken ein. Ausleihen? Nee, das kriegst du nicht wieder. Ja, schön. Mein Schiff. Ja, ich muss doch erstmal gucken, was das alles kann. Und wo ist die Insel von Sartorio? Hä? Jetzt ist die Insel von Sartorio weg. Ja gut, vielleicht. Ich verstehe zwar gar nichts. Das ist großes Schiff. Sehr großes Schiff. Verdammt, der Schiffsmann hat für meinen nur 21.000 Reales gekriegt. So gut für ein Kriegsschiff. Mann, ist das groß. Da sieht auch der vierte Mast nicht so behindert drauf aus. Mein Schiff. Ah, jetzt können wir uns das mal richtig angucken.
Kamera. So, dann gucken wir uns. Was? War doch richtig. Kamera, Punkt. 3, 1. Nicht du. Du sollst hier mal gucken. Das ist jetzt mein Schiff. Oh, guck mal hier. Den Raven als Frontfigur. Okay, ich fand den Racheengel ein bisschen besser. Guck dir das doch mal an. Kommst du höher? Das ist mein Schiff hier. Ja, schön. Tiefer. Ja, hier, mein Schiff. Zwar kein einziger Mann an Bord, aber mein Schiff. Boah, guck mal. Ja, das nenne ich doch mal Schiff hier. Ja, damit mache ich sie alle platt. Da sollte mal noch mal jemand um die Ecke kommen. So, dann geh du mal zum Schiffbauer. Ach, falsche Taste. So. So, Kohle muss ich jetzt genug auf dem Konto haben. Ja, beweg dich hier hoch. Und ihr geht einfach aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Ich hab die Schnauze voll von euch allen. Ich bin gleich bei Neville und ich hab ein geiles Schiff. Ich wollte es doch schon die ganze Zeit haben. Ich wollte es von Anfang an. Geil, ich hab ein Schiff. Ja, geil. Ja, ich hab's natürlich Schiff. Ich Komm. Sehe schon, das Schiff muss überholt werden. Das ist nagelneu. Siehst du, das muss überhaupt nicht überholt werden. Hier, 38. Entern tue ich nicht. Erhöht Crewschaden beim Entern um 50%. Nein. Was ist das? Kanonentyp Level 3. Kanonen-Upgrade auf spezielle Sprengbomben. Schadenhülle. Ja, klar. Wartung. Ohne die Abkürzung. Nein, übernehmen. Klar. Mach mal hier die Bombenschächte zu und dann werden wir hier diesen Neville endlich in die ins Jenseits schießen. Komm, 300. Na, ein bisschen. 300. So. Und Proviant auf meine 2000. Jetzt werden wir Neville endlich in die Hölle schicken. Ich habe ein großes Schiff. Geh hier hoch. Und ich bin bereit. Das ist eine gute Stelle für einen Boyk. Und wer konnte schon ahnen, dass Markus eigentlich ein Verräter ist oder zu Neville gehörte quasi. Er hat dafür gesorgt, dass meine Familie dran glauben musste. Er hat mich zwar aufgezogen wie ein Vater, aber das ist ein Verrat. Den kann man nicht verzeihen. Er hat die Mörder, den Vergewaltiger meiner Mutter, zu uns geführt. Die Mörder meines Bruders, die Mörder meines Vaters hat er einfach zu uns geführt. Aber komm, Schwamm drüber. Das verkraften wir auch noch. Viel wichtiger ist, wir haben das Schiff. Wir haben das Schiff von Sartorio, das ich als erstes haben wollte. Ja, und ich habe keine Ausreden mehr für Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe die ultimative Schwanzverlängerung. Aber Spaß beiseite. Im nächsten Teil mit diesem Schiff machen wir alles auf den Meeren platt. Und im nächsten Teil, da muss der Neville dran glauben. Also schaltet ein. Im nächsten Teil, wenn der Showdown stattfindet zwischen mir und Neville. Kleiner Gag bei der Seite. Der Showdown ist eine Sidequest. Was sich die Entwickler dabei gedacht haben, wer weiß. Also, wie immer am Ende meiner Videos, abonniert den Kanal, liked das Video, packt es zu euren Favoriten. Und ich sage zum Schluss, ich bin Alex Botes von DigiZ. Ich bin immer für euch da und freue mich schon, Neville die Kehle aufzuschlitzen und schalt mal wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Zocken mit Leidenschaft.
Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socke. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Con la barba de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Oh, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa. Ya se van los carrancistas, porque vienen los villastas. Para Zarape, Saltillo, Chihuahua para soldados. Para mujeres, Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene.